Moin und herzlich willkommen zum Let's Play Feuerwehr 2015. Nein, Spaß beiseite. Vor ein paar Tagen gab es in dem Haus, in dem ich wohne, tatsächlich ein echtes Feuer, einen echten Feuerwehreinsatz mit einem echten Feuer. Ihr müsst euch vorstellen, man denkt an nichts Böses, ja, ist ein ganz normaler Abend, wie jeder andere auch. Und plötzlich sieht man von oben riesen Rauch runterkommen. Die ganze Straße ist komplett voller Rauch. Und man denkt dann nur so, was nehme ich noch mit, falls ich raus muss, ja, warm anziehen, weil es war kalt draußen, irgendwie den Spielbär schnell ins T-Shirt stecken, weil der muss mit. Man kann das hier auf diesen Bildern auch ein bisschen sehen, da bin ich gerade mal kurz auf dem Balkon mit der Kamera, als ich gemerkt habe, was los ist. Und dann habe ich auch schon die Ansage gehört. Ja, das lässt man sich natürlich nicht zweimal sagen. Ich wäre sowieso auch von mir aus schon reingegangen, weil die Dämpfe da draußen, also der Rauch, der von oben runterkam, der war schon ziemlich extrem. Es ist wohl auch nicht so ganz glimpflich verlaufen. Es gab wohl im Haus zwei Fälle von Rauchvergiftung, habe ich gehört. Da weiß ich aber auch noch nicht, wie schlimm das genau ist. Also es hat wohl ein Kühlschrank irgendwie gebrannt und das ist ziemlich grotesk, weil die Küche, also der betroffenen Wohnung, ist irgendwie total ausgebrannt und das Wohnzimmer daneben ist fast unversehrt irgendwie, also ganz komisch. Aber glücklicherweise, bis auf einen penetranten Brandgeruch, vor allem im Wohnzimmer, war ich von dieser ganzen Sache jetzt nicht unmittelbar betroffen. Also es war halt stressig, weil man wusste nicht, was passiert und es war laut im Haus. Ich weiß nicht, man hört es vielleicht auch hier in den Aufnahmen. Es ist ständig so ein lautes Rauschen. Das mache ich jetzt vielleicht ganz kurz mal lauter. Ja, was ihr da hört, ist die Ventilationsanlage, die die Feuerwehrleute installiert haben, um den Rauch, den Brandkram aus dem Treppenhaus rauszukriegen. Falls sich jetzt auch jemand fragt, ja, warum hast du das denn nicht gefilmt, sage ich ganz ehrlich, ich wollte nicht im Weg rumstehen, da irgendwie irgendwelche Rettungsmaßnahmen behindern oder so. Ich habe einfach nur das, was ihr jetzt hier seht, von meinem Balkon aus gefilmt und das war es eigentlich auch schon, mehr wollte ich da gar nicht machen. Ich habe mich dann schon fast schon ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich trotz des Rauchs auf dem Balkon raus bin, aber letztendlich, man will ja auch wissen, was passiert ist. Da ist man dann irgendwie dumm und panisch zugleich, kann ich dazu nur sagen. Auf jeden Fall das nur als kleine Randinformation, als kleines Informationsvideo. Mir ist nichts passiert. Ich hoffe den Leuten, die letztendlich direkt betroffen sind, dass es denen schnell besser geht und ja, ich sag ciao, ciao.